Die aktuelle Studienlage zeigt deutlich, dass psychedelische Substanzen enorm bei der Heilung von psychischen Krankheiten helfen können. Doch wie genau funktioniert das eigentlich? Was für eine Dosierung wird da genommen? Wie oft wird das gemacht? Und mit wem eigentlich? Das und noch mehr möchte ich dir in diesem Video einmal zeigen. Hey, hier ist Jascha von Set & Setting und heute möchte ich dir mal etwas über die zwei klassischen psychedelischen Therapieformen erzählen. Das Ganze hat vor gut 70 Jahren angefangen, nämlich in den 50er und 60er Jahren, als LSD zum Vorschein kam und auf einmal ganz viele Psychologen ganz aufgeregt waren, was für ein wundersames Werkzeug hier plötzlich für ihre Arbeit sich zum Vorschein gebracht hat. Und da wurden zwei Wege kreiert, einmal in den USA und einmal in Europa. In den USA war es mehr so die psychedelische Therapieform. Und in Europa war es die psycholytische Therapieform, wobei natürlich beide Formen auch in beiden Ländern und beiden Kontinenten verwendet wurden. Was von diesen beiden ist jetzt besser? Was sind sie überhaupt? Und vor allem, was machen wir denn jetzt auch als Privatanwender, nenne ich es jetzt mal? Machen wir eher psycholytisch oder psychedelisch? Was hat es jetzt damit komplett auf sich? Die psychedelische Therapie wurde von Humphrey Osmond und Abraham Hoffer in den USA entwickelt. Hauptsächlich wurde sie verwendet gegen terminale Krankheiten, also zum Beispiel sowas wie Krebs im Endstadium, oder auch für Süchte, wie zum Beispiel Alkoholsucht. Dabei geht es vor allem um die transpersonale Psychologie, also nicht die Psychologie, die sich mit der Persönlichkeit beschäftigt, sondern jenseits der Persönlichkeit, jenseits des Menschen. Wichtig für die psychedelische Therapie ist die Dosierung, die nämlich dort besonders hoch ist. So wird hier von über 300 bis 500 Mikrogramm LSD gesprochen oder auch 4 bis 5 Gramm Pilze oder eben die Reinform Psilocybin, eine besonders hohe Dosierung. Das hat auch sehr viel gemein mit den typischen schamanistischen Retreats, die heutzutage stattfinden, egal ob in Südamerika, Mittelamerika oder auch hier in Europa. Dabei geht es immer um eine hohe Dosierung der Substanz. Es geht ein bisschen um das Durchfluten des Systems, also wirklich das Default Mode Network in unserem Gehirn, einfach mal komplett Vollgas durch und so auch zu einem mystischen Bewusstseinszustand zu kommen. Das heißt, hier geht es weniger darum, genaue persönliche Probleme ausfindig zu machen und die Emotionalität dahinter zu verstehen und so ins Unterbewusste einzudringen, sondern es geht wirklich um eine hochintensive psychedelische Erfahrung. Üblicherweise wird die psychedelische Therapie in 1 bis 3 Sitzungen durchgeführt und das passt natürlich auch zu den schamanistischen Retreats, die ähnlich stattfinden. Dabei ist auch nicht so wichtig aus meiner Sicht, dass es ein speziell ausgebildeter Therapeut ist mit therapeutischem Wissen, der diese Sitzungen anleitet, also um die Sitzung an sich. Denn während der Sitzung wird nicht viel miteinander gesprochen. Es geht also nicht um die Kommunikation zwischen dem Patienten und dem Therapeuten, sondern der Therapeut oder der Guide oder der Schamane sind einfach nur da, sollte etwas sein. Aber der Konsument wird meistens während der kompletten Sitzungszeit in Ruhe gelassen und macht seine innere Reise. Er macht sie sogar selbst auf sich gestellt. Die Integration bei solchen Erfahrungen ist übrigens recht unklar, weil es eine so intensive Erfahrung ist, die mit sehr unbekannten Elementen unserer Existenz zu tun haben und weil jeder das komplett anders interpretiert, ist es nicht immer ganz klar, was bedeutet diese Erfahrung jetzt für mich. Das heißt, dadurch, dass es so mystisch ist, ist natürlich die Integration auch etwas mystisch. Die psycholytische Therapie wurde von Ronald Sanderson entwickelt, vor allem mit LSD damals. Üblicherweise wird diese Therapieform aber auch mit Entaktogenen verwendet, also zum Beispiel MDMA, zum Beispiel bei einer posttraumatischen Stressbelastung. Und natürlich auch mit Halluzinogenen wie LSD und Psilocybin. Die psycholytische Therapie wird vor allem bei Menschen mit Zwangsneurosen oder psychosomatischen Symptomen angewandt. Dabei geht es vor allem um die Psychoanalyse und um Tiefenpsychologie, also um tiefes Einsteigen in das Unterbewusstsein des Menschen. Die Dosierung ist viel geringer als bei der psychedelischen Therapie, denn es geht hier darum, dass der Verstand noch anwesend ist, dass wir mit dem Menschen noch kommunizieren können und so tief in sein Unterbewusstsein gemeinsam einsteigen können. Die Sitzungen mit der psycholytischen Therapie werden üblicherweise 5 bis 50 Mal gemacht. Es geht also nicht darum, es einfach einmal zu machen und fertig, sondern es wird über einen längeren Zeitraum immer wieder gemacht, alle 1 bis 2 Wochen in etwa. Es geht also darum, dass da der Therapeut auch direkt mit dem Menschen kommuniziert, also nicht wie bei der psychedelischen Therapie, in der der Patient einfach in Ruhe gelassen wird, sondern nein, es besteht eine konstante Kommunikation
mit dem Patienten. Und dabei ist es natürlich wichtig, dass das von einem professionellen Psychotherapeuten durchgeführt wird, der weiß, was er sagen sollte und was er vielleicht besser nicht sagen sollte. Das Ziel ist hier, das Unterbewusstsein langsam zu öffnen und so Verdrängtes eventuell zu integrieren. Das ist dann immer in eine Langzeittherapie mit eingebettet. Es ist also nicht nur die psychedelische Erfahrung, die gemacht wird, sondern das wird komplett unterstützt mit einem therapeutischen Prozess. Psycholytisch ist hier also viel schwieriger und wird deshalb von viel weniger Menschen praktiziert, weil die Illegalität das einfach viel zu schwierig macht, dass offizielle Therapeuten wirklich ihren Ruf und auch ihre Lizenz verlieren, wenn sie psycholytisch arbeiten wollen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir alle haben unsere kleinen Alltagsneurosen, unsere Zwangsstörungen, unsere kleinen Süchte, egal ob es externe sind oder interne emotionale Süchte. Denn wir sind alle nicht perfekt. Und deswegen haben psychedelische Substanzen auch gerade dieses Wiedererwachen, weil die Menschen merken, wow, das hilft mir. Das hilft mir, meine Probleme besser zu erkennen. Hier muss aber natürlich gesagt werden, dass dieses Selbsttherapieren mit psychedelischen Substanzen auch sehr gefährlich werden kann. Vor allem, wenn wir stärkere Krankheitsbilder haben. Also wenn wir glauben, ja, ich habe jetzt hier eine starke Zwangsneurose oder ich bin hier stark alkoholabhängig. So, ich mache es jetzt hier, wie der Jascha gesagt hat. Ich meine jetzt eine psychedelische oder psycholytische Therapie mit mir selbst. Ja, davon möchte ich eher abraten. Sowas sollte nur unter professioneller Anleitung gemacht werden. Und da gibt es natürlich auch die ein oder andere Einrichtung. Zum Beispiel werden jetzt gerade Studien ausgeführt, zu denen du dich melden kannst, wo du dich anmelden kannst. Aber wie gesagt, generell so diese Eigenregie, ja, da muss mit viel Vorsicht dran gegangen werden, denn vor allem die Integration des Ganzen ist sehr schwierig. Und deshalb möchte ich da nochmal hier als, ja, als allgemeines Wort nach draußen geben, diese Substanzen sollten, auch wenn es diese offiziellen psycholytischen und psychedelischen Therapieformen gibt, nicht einfach im Unverstand verwendet werden, um das Ganze dann bei sich selbst so auszuführen. Da muss mit viel Struktur und Verantwortungsbewusstsein rangegangen werden. Und ich hoffe, dass ich dir diese Message mit Set und Setting etwas näher bringen kann. Ja, wie du siehst, die psycholytische und psychedelische Therapieform sind zwei komplett unterschiedliche Ansätze, die für ganz verschiedene Krankheitsbilder angewendet werden können. Ich bin mir sicher, dass hier in den nächsten Jahren noch einiges passieren wird, denn in den Studien werden diese Ansätze vor allem getestet. Wobei vor allem in den aktuellen Studien vor allem die psychedelische Therapie angewandt wird. Also 1 bis 3 Sitzungen mit einer sehr hohen Dosierung. Das liegt zum anderen auch daran, dass das wesentlich kostengünstiger ist, als Menschen jetzt über viele, viele Wochen dabei zu begleiten. Ja, nur mal so am Rande. Ja, und in Eigenregie machen die meisten Menschen wahrscheinlich auch die psycholytische Therapie an sich selbst, egal ob sie jetzt schwer krank sind oder eben nicht. Aber wie gesagt, da bitte ganz arg aufpassen. Eine psychedelische Sitzung hingegen, die ist in Eigenregie wirklich überhaupt nicht zu empfehlen, also so eine hochdosierte Erfahrung zu machen, eine mystische Erfahrung, eine Einheitserfahrung, wobei das natürlich auch extrem heilsam sein kann und wirklich einem neue Wege offenbaren kann, die vorher noch im Verborgenen lagen. Wenn dich so etwas interessiert, dann kann ich dir übrigens unser Retreat, das Set und Setting Retreat, empfehlen. Ich habe es dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da können wir dich begleiten auf einer legalen, sicheren und nachhaltigen psychedelischen Reise in den Niederlanden. Schau dir das auf jeden Fall mal an, wenn das für dich interessant ist. Und jetzt hoffe ich, dass du einiges aus diesem Video mitnehmen konntest. Ein sehr interessantes Thema, das uns in den nächsten Jahren bei den ganzen Studien noch begleiten wird. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir bitte gerne einen Daumen nach oben für dieses Video und ich sehe dich dann wieder im nächsten Video. Dein Jascha. Ciao.